Ein kranker Patient. So nennen Fachleute eine marode Brücke. Die Rheinbrücke Uerdingen bei Krefeld ist so eine, mit Beton aus den 1930er Jahren. Gesperrt wegen Brückenschäden für Lkw über 7,5 Tonnen. Der Lkw-Verkehr ist deutlich größer geworden. Gerade in den Transitstrecken gibt es ein Vielfaches der Belastung, die man früher geschätzt hat. Und das halten die Brücken einfach nicht aus, sodass ganz sicher ist und so, dass sie eigentlich überbeansprucht werden. So wie die Norderelbbrücke bei Hamburg. Sie zählt zu den meistbefahrenen Straßenabschnitten in Deutschland. Über die A1 rollen hier täglich rund 136.000 Autos und Lkw. Sie ist für Schwerlasttransporte gesperrt wegen baulicher Mängel. Typisch bei alten Brücken. Sie wurden in den 60er, 70er Jahren wurden unheimlich viele Autobahnen gebaut. Und die haben jetzt wirklich das Lebensalter und auch die Belastungsgrenze erreicht. Und deswegen muss man da jetzt ran. Die Carola-Brücke in Dresden wurde in Teilen vor kurzem saniert. Der eingestürzte Abschnitt nicht. Beobachter kritisieren, vorbeugende Reparaturen blieben oft aus. Wenn das Geld knapp war, hat die Politik bei Brückensanierungen häufig gespart. Man geht ja bei sicherheitsrelevanten Dingen normalerweise so vor, dass man präventiv unterwegs ist, dass man dann eben guckt, dass man im Vorfeld genügend Vorsichtsmaßnahmen trifft, dass es gar nicht erst zum Drama führt. Das hat man leider verpasst in den vergangenen Jahren. Und jetzt haben wir halt ein Dilemma. Auch wenn sie alle 3 Jahre getestet werden, rund 16.000 Brücken müssen bundesweit dringend saniert werden.